Moin, die Figurensucht und herzlich willkommen zurück bei Christainment, heute mit dem Playmobil Mini Cooper. So sieht's aus, die 70921, der blaue Mini Cooper aus der neuen Serie von Playmobil. Mit echt mit dem Siegel. Also hier ist echt das Siegel drauf. Ganz ehrlich, 2022, ich meine 2021 war für Sammler schon richtig cool bei Playmobil. 2022 wird noch ein bisschen krasser. Ihr habt ja schon gesehen, dieses Jahr, ich sag's mal ganz spontan, kommen auf uns zu die Asterix und Obelix Sets. Die habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, gibt es auch im neuen Katalog. Und das Highlight bis jetzt, ist Knight Rider bzw. Kit. Mit Licht, Sound und yay! Richtig coole Sache. Und es kommt laut Gerüchten. Ich kann es jetzt nicht bestätigen, darf ich auch gar nicht, weil ich nicht weiß. Deswegen ist es ja ein Gerücht. Kommt noch was von Star Trek dieses Jahr. Was genau, kann ich euch nicht sagen. Aber wenn es rauskommt, werden die Star Trek Fans ausflippen. Zur Preiskategorie kann ich auch noch nicht sagen, aber wir werden auf jeden Fall ein richtig schönes Playmobil-Jahr 2022 haben. Allerdings ist das jetzt die erste Auskopplung aus den Classic Cars von Playmobil. Es kommen noch andere. Es gibt noch einen Porsche 911 Carrera. Und es gibt noch einen Mercedes und es gibt noch ein Fahrzeug, was geheim ist. Wo ich denke, dass es dieses Fahrzeug hier sein könnte. Aber es geht jetzt hier um den Playmobil Mini. Wir machen es wie immer. Ihr schaut euch gerne mal hier die Front an. Schön der blaue Mini Cooper mit den ganzen Zubehörsachen. Auf der Rückseite habt ihr ein paar Features, dass ihr das Dach abnehmen könnt, ein paar Hintergründe. Was noch alles dabei ist, was die Figuren können. Ja, ich freue mich. Ich packe ihn jetzt aus. Die Aufmachung der Box finde ich schon sehr cool. Eine Sache habe ich jetzt, die ich leider ein bisschen schade finde, was ich jetzt auf dem ersten Blick sehe. Abgesehen davon, dass es zu groß ist und hinher will, ist nicht so dramatisch. Aber ich sehe jetzt bei meinem, ich habe keine Ahnung, ob das von der Box schon war oder so, das Dach, das ist eigentlich relativ, soll weiß sein. Guckt euch mal das Dach an. Das hat sehr viele Strieben drauf, schwarze Strieben. Das kann man bestimmt wegputzen. Aber im ersten Moment sagt man so, das gehört doch nicht so, schade. Aber ich finde die Boxaufmachung sehr cool. Also wir haben einmal, habt ihr schon gesehen, das Chassis vom Mini drin. Und ich gehe mal schon aus, dass in dieser Box hier der Rest versteckt ist. Ach ja, die Anleitung habe ich vorher schon rausgenommen. Anleitung haben wir hier. Kann ich jetzt ganz normal aufmachen, muss ich die auch wieder auf. Kann man aufmachen. Genau. Und da ist der Rest versteckt. Hui! Playmobil Mini. Also die Boxen finde ich richtig gut mittlerweile. Das ist echt schön. Hier haben wir die Figuren drin. Hier haben wir die Reifen und Felgen drin. Und hier sind, ich glaube, ein paar Aufkleber und die Anbauteile wie Blinker, Lichter und so weiter. Ich mache das jetzt mal alles fertig und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen uns das Ding mal komplett im Detail an. Der Mini Cooper, das Kultauto und Raumwunder aus Großbritannien. Die Szenerie ist so aus den 70er Jahren mit den Figuren und Zubehör, beschreiben die 70er Jahre gut. Und jetzt mal ein paar Fakten zum Mini Cooper an sich. Die Bauzeit war 1959 bis 2001. Dieses Modell ist von 1996. Und von 0 auf 100 in 13 Sekunden. Also ist schon ein kleiner Flitzer. Höchstgeschwindigkeit 148 km/h. Okay, ist nicht so ganz der krasse Flitzer. Und der wiegt nicht mal eine Tonne, sondern 77 Kilogramm. Dann natürlich Chromfelgen habt ihr da. Leistung sind 63 PS. Vierzylinder-Reihenmotor mit 1273 Kubikzentimeter. Frontantrieb, Viergang, Schaltgetriebe. So, damit ihr mal einen großen Überblick habt, was das kleine Ding alles kann. Ansonsten habt ihr schon gesehen, Felgen sind richtig schön aus Chrom. Vorne die Front hat auch richtig schön Chromteile. Der Rest ist alles gedruckt. Also das Einzige, was jetzt Aufkleber sind hier bei dem Set, sind die Nummernschilder. Vorne das Weiße und hinten das Gelbe. Der Rest ist alles Print, also vorne die Motorhaube und alle. Auch das Logo von dem Mini ist auch drauf gedruckt. Was ich sehr cool finde, ist, ihr könnt auch den Kofferraum aufmachen und habt da Platz, zum Beispiel die Tasche zu verstauen oder irgendwelche Kleinigkeiten. Ihr könnt hier die Tasche reintun. So. Und dann habt ihr ein bisschen Reisegepäck eingepackt. Also ich finde das echt nicht schlecht. Das ist ein richtig schönes Auto.
Die erste Figur ist ja der männliche Part aus dem Set. Habt ihr gerade schon erwähnt, das ist so in die 70er Jahre angehaucht. Von den Klamotten her passt auf jeden Fall. Frisur auch mega und auch die krasse Sonnenbrille. Zubehör hat er jetzt eine Aktentasche dabei. Die habt ihr gerade schon beim Mini gesehen im Kofferraum. Und eine Zeitung, klar. Es gibt keinen Engländer morgens ohne seine Zeitung, geschweige denn ohne Tee. Den sehen wir jetzt aber nicht, natürlich nur die Zeitung. Hinten keine Prints, allerdings dann auch den Armen und die Front ist komplett gedruckt, was ich sehr cool finde. Und natürlich ist die Zeitung auch bedruckt. Die Dame ebenfalls in einem Fashion-Outfit, Print auf der Hose und Print auf dem Oberteil, richtig cool. Und hinten Rücken frei, wie es sein muss, richtig schick. Die Perlenkette könnt ihr anklipsen und die Uhr natürlich auch. Tasche, Accessoire ist dabei und, was ich sehr witzig finde, ein weiteres Accessoire ist eben hinten der Bun oder der Dutt, wie man so schön sagt. Den könnt ihr abnehmen. Ich versuche das mal jetzt zu zeigen. So seht ihr es am besten. Also man kann den abnehmen, wenn ihr die Frisur nicht so geil findet. Aber er gehört dazu. Und das finde ich echt eine schicke Möglichkeit. Das Highlight für mich wirklich in dem Set ist der Bobby. Ich finde ihn einfach cool. Der ist richtig gut gemacht. Also richtig schick. Gut, hinten hat er jetzt nicht so viel drauf. Vorne dafür umso mehr. Klar, die ikonische Mütze ist dabei. Oder der Helm besser gesagt. Er hat in der linken Hand eine Pfeife, also eine Trillerpfeife. Den Schlagstock in der rechten. Und wenn ihr mal genau hinschaut, das obere Teil, wo die Krawatte und der Kragen sind, das ist ein extra Stück, seht ihr auch jetzt hier von der Seite ganz gut, das ist extra drauf, das ist nicht drauf gedruckt, sondern wird extra auf die Figur draufgesetzt, beziehungsweise ist es schon, ihr müsst es nicht mehr machen. Aber ihr könnt es, wenn ihr die Figur schon annehmt, könnt ihr es natürlich abmachen. Sehr schick, mir gefällt ihr am besten von dem ganzen Set, das ist so ein richtiges Kultteil, was zum Mini dazugehört, zu England, sehr stark. Mit dabei haben wir noch einen Dalmatiner, einen kleinen Hund, natürlich mit Leine, sonst rennt er ja weg. Ja, Beweglichkeit, der Kopf hoch und runter, das war's. Und natürlich die Leine aus flexiblem Gummi. Er sieht nicht schlecht aus. Passt wunderbar zu den beiden und zu Mini. Was soll man dazu noch mehr sagen? Wuff, wuff. 70921, der Mini Cooper. Der englische Mini Cooper mit drei Figuren und einem Hund. Mit dem Bobby. Den Bobby finde ich am coolsten. Also das hätte auf keinen Fall fehlen dürfen. Ein englischer Polizist mit in dem Set. Ich finde auch dieses Add-on sehr cool. Habt ihr ja vorhin schon gesehen im 33 Grad Video, dass dieser Kragen halt extra ist. Der ist nicht draufgedruckt, sondern es ist ein extra Teil. Was ihr theoretisch, wenn ihr das irgendwie auseinandernehmt, die Figur, könnt ihr den abnehmen und woanders für benutzen. Und die Stile der Figuren finde ich klasse. Auch, dass der Dutt hinten, ihr könnt den Dutt hier hinten abnehmen bei der Frau. Habt ihr normalen Pferdeschwanz, aber man könnte jetzt, der Dutt ist ein extra Teil. Finde ich auch sehr cool gelöst. Und er hier mit dem Nadelstreifen, finde ich cool. Ist ein schönes Set. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass bei solchen Sets, das ist ja offensichtlich für uns erwachsene Sammler, diese chromierten Teile so gut aussehen. Ich mag das Chrom, das finde ich schön. Was ich bei meinem Set, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Sets ist, vielleicht war es nun versehen, dass hier oben diese schwarzen Striche drauf sind, also diese Verschmutzung vom Karton. Wie das passiert ist, weiß ich nicht, weil innen drin ist nicht großartig schwarz. Das, keine Ahnung. Aber es macht das Set nicht schlechter. Auch den Tankdeckel, sehr cooles Detail. Finde ich richtig klasse. Mir gefällt es gut. Also richtig gut. Ich finde es schön. Das Gemeine ist ja jetzt, Playmobil bringt so viele tolle Autos raus. Das finde ich richtig gemein. Weil ich habe keinen Platz mehr. Wohin damit? Aha! Aber es ist eine tolle Erweiterung für eure Autos. Auch wenn es 80er Jahre Autos aus den Filmen sind. Der passt da wunderbar auch rein. Da könnt ihr Italienjob nachspielen oder irgendwas. Müsst ihr halt eine andere Farbe. Vielleicht bringt Playmobil hier auch in anderen Farben raus. Wenn er gut ankommt, wer weiß. Dass noch ein grüner rauskommt, ein weißer, ein roter, keine Ahnung, was noch alles gab. Wenn euch das Set gefällt, lasst mich gerne mal unter den Kommentaren wissen. Wenn ihr was an dem Set auszusetzen habt, lasst mich es gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt. Was viele natürlich jetzt gleich schreiben werden, ist, hey, der Preis ist schon ganz schön hoch. Der Preis ist, glaube ich, 69,99, also 70 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sagen, oh, der Preis ist ganz schön happig. Ja, kann ich verstehen. Punkt. Von der anderen Seite her, die Lizenz ist wahrscheinlich sehr teuer und ja, ist halt so. Aber ihr wisst ja, wie es ist bei Playmobil. Haben wir jetzt in der Vergangenheit ja gesehen, bei der Enterprise zum Beispiel, bei A-Team Van, beim Aston Martin und auch beim Ecto 1 und beim DeLorean.
wenn ihr ein bisschen wartet, später werden die Preise auch ab und zu fallen. Also es wird es nicht, den wird es wahrscheinlich auch noch für 60 oder 50 Euro geben. Nicht in naher Zukunft, aber ihr kennt das ja, wie es so läuft und wo es so läuft. Ich finde das Set klasse, ich finde es sehr gelungen, mir gefällt es sehr gut, aber eure Kommentare würde ich jetzt auch gerne wissen. Und ihr könnt auch jetzt kommentieren, ich habe es nämlich freigeschaltet, genau, weil es ist ja für erwachsene Sammler, sage ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, lasst auch gerne noch einen Daumen da und ein Abo für den Kanal. Freut dem Bobby und natürlich auch mich. Ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Figurensuchtis.